Die Ära der Alten Republik ist ja bekanntlich ein Raum voller verrückter Stories und Legenden. Und eine solche Story schauen wir uns heute an, nämlich wie aus dieser hübschen Sith hier dieses fette Monster wurde. Dazu schauen wir uns doch erstmal an, wer diese Sith Lady eigentlich ist. Bei der Sith handelt es sich um Lord Zash. Zash war eine menschliche, machtsensitive Person, die vor dem Kalten Krieg zwischen dem Sith-Imperium und der Galaktischen Republik in die Reihen des Sith-Ordens aufgenommen worden war. Sie begab sich nach Korriban, wo sie selbst die Wege einer Sith-Inquisitorin einschlug und zahlreiche Kontakte zu verschiedenen Sith knüpfte. Im Laufe der Zeit wurde Zash selbst die Schülerin eines Sith-Lords und vollendete ihre Ausbildung. Und dann auf der imperialen Heimatwelt Drummond Cast setzte sie ihr Training fort und lernte dort den Cyborg Skotia kennen, der in ihr eine Rivalin sah und versuchte, ihren Aufstieg zu behindern. Trotz allem gelang es Zash, den Rang eines Sith-Lords zu erlangen, und sie wurde über die Ausbildungsaufseher auf Korriban gesetzt, die ihr ab sofort unterstellt waren. Dazu gehörte auch Harkun, der Oberaufseher der Sith-Inquisitoren auf Korriban. Zash wurde später Skotia unterstellt, der selbst dem Sith-Lord Darth Tanaton unterstellt war. Da Zash weniger traditionsbewusst war als viele andere Sith, darunter auch Skotia und Tanaton, entwickelte auch dieser Sith-Lord eine Abneigung gegen diese Sith-Lady. Die beiden Sith-Lords begannen damit, gegen Zash zu intrigieren, doch war es ihr möglich, Sympathien im Rat der Sith zu erlangen, die eine gewisse Immunität ermöglichten. Dies führte dazu, dass nicht nur Skotia und Darth Tanaton Zashs Einfluss zunichte machen wollten, sondern auch zahlreiche andere Sith-Lords, darunter Croesus. Trotz der vielen Feinde um sich herum fürchtete sich Zash nicht vor einem Tod durch einen Rivalen. Vielmehr war es ihr zuwider, durch ein physisches Alter zu sterben. Aus diesem Grund widmete sie viel Zeit der Erforschung alter Sith-Texte, die eine Verlängerung des Lebens behandelten. Sie nutzte die dunkle Seite der Macht in hohem Maße, um ihren Körper zu verjüngen, was dazu führte, dass ihr Körper immer schneller zerfiel. Durch Sith-Magie konnte sie zwar ihr Äußeres erhalten und so jung vor den Sith-Lords stehen, doch es war Zash nicht möglich, den stetigen Zerfall ihres Körpers aufzuhalten. Konfrontiert mit einem kranken Körper, entschloss sie sich schließlich, ihren Körper aufzugeben und ihren Geist in einen anderen Wirt zu transferieren. Dieser, so hatte sie aus alten Sith-Texten erfahren, musste jedoch stark genug sein, um den Transfer zu überleben. Sie nutzte ihre Position als Aufseherin auf Korriban aus und befahl Harkun, nach Schülern zu suchen, die stark genug waren. Dieser Schüler sollte eine besondere Rolle in ihrem Plan übernehmen. Sie befahl dem Aufseher Harkun, alle Akolyten eine schwere Prüfungsreihe durchlaufen zu lassen, um so die Stärksten unter ihnen herausfiltern zu können. Im Jahr 3643 vor der Schlacht von Yavin gelang es dem Sith-Imperium, einen Sklaven nach Korriban zu bringen, der sehr stark in der Macht war. Dabei handelt es sich um Kallik, das ist der Charakter, den man spielt, wenn man die Sith-Inquisitor-Klasse in Star Wars The Old Republic wählt. Der Sith-Aufseher Harkun empfing den Neuankömmling und betraute ihn mit Aufgaben, von denen er glaubte, dass der Akolyt sie nicht bewältigen konnte. Zu dieser Zeit favorisierte Harkun den Sith von Eld als neuen Schüler von Zash und versuchte den Neuankömmling Steine in den Weg zu legen. Trotz allem wurde Zash auf Kallik aufmerksam und bereitete Sonderprüfungen unter anderem bei Lord Sin für ihn vor. Nach einiger Zeit stellte sich heraus, dass Kallik fähiger war als Harkun dachte und Zashs Aufmerksamkeit für den Anwärter stieg. Sie ließ ihn durch Harkun mitteilen, dass sie Schriften aus Tulakhorts Grab benötigte und so machte sich Zashs Favorit auf, um die Artefakte zu besorgen. Nachdem Kallik Harkun zusätzlich ein Holocron aus Markaragnos Grab gebracht hatte, entschloss sich Zash, sich selbst ein Bild von dem Akolyten zu machen, den Harkun so verachtete. Sie bestätigte Kallik, dass sie in ihm einen würdigen Schüler sah und setzte Hoffnung in seine Fähigkeiten. Nach einem missglückten Attentat auf Kallik kehrte jener zu Harkun zurück, der dem Akolyten berichtete, dass er seinen Favoriten von Eld bereits zu einer Mission geschickt hatte, die die Suche nach einem Deshort namens Kem Val beinhaltete. Also Deshort ist die Spezies bzw. der Name der Spezies, auf die er dann treffen wird.
Als Zash plötzlich auftauchte und Hakun mitteilte, dass man für die Suche nach dem Deshort die Texte aus Tulakords Grab benötigte, verbot sie ihm gleichzeitig jegliche Einmischung in die zukünftige Prüfung. Nachdem Kallik die Prüfung für sich entscheiden konnte, indem er den Deshort Kem Val in einem Kampf besiegte und zu seinem Diener machte, kehrte der Akolyt zu Hakun zurück. Als Zash den Raum ebenfalls betrat, erkannte sie Hakuns Machenschaften, der nämlich die Karte von Nagasados Grab von Kallik wegriss und sie von gab, als also seinem Favoriten. Allerdings tötete Zash dann von, weil er diesen Wettstreit eben verloren hat, und macht Hakun auch noch Vorwürfe, weil von in jeder anderen Gruppe überlegen wäre, außer gegen Kallik. Also eigentlich hätte sie ihn dann auch verschonen können, denn er wäre halt noch sehr nützlich, aber naja, die Sith hatten es irgendwie noch nie so mit Effizienz. Anschließend verkündete sie, dass ihr neuer Schüler Kallik war. Sie schenkte ihm ihr Lichtschwert, das sie nutzte, als sie selbst eine Schülerin war, und befahl dem Akolyten, nach Dromund Kaas zu reisen, wo sich die beiden über den weiteren Verlauf von Zashs Plänen unterhalten würden. Nachdem ihr Schüler für sie die Vorbereitungen getroffen hatte, schickte sie ihn aus, um Skotia zu beseitigen, während sie sich zu einem Treffen mit mehreren Sith Lords begab, sodass ihr der Mord nicht angehängt werden konnte. Nach Skotias Ableben wurde sie von Darth Tanaton kontaktiert, welcher sie zu einer Anhörung vor dem Dunklen Rat befahl. Dank ihres Alibis und der richtigen Argumente wurde Zash nicht verurteilt, sondern erhielt sowohl Skotias Gemächer als auch seinen Rang. Nun im Titel eines Darth und im Besitz von Skotias Forschung gelang es ihr, alle für das Ritual der Essenzübertragung nötigen Relikte zu lokalisieren, die sie danach von ihrem Schüler finden ließ. Nachdem sie sich im Besitz aller Relikte befand, begann sie das Ritual vorzubereiten und eröffnete danach ihrem Schüler, dass sie beabsichtigte, seinen Körper zu übernehmen. Weil ihr Körper, wie ihr seht, langsam vor die Hunde geht, also sie hat dann nicht mehr ihre Maske auf, die sie durch die Macht erzeugt. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei Palpatine, könnte man sagen. Es kam zum Kampf und der Schüler wehrte sich zwar, konnte aber von Zash überwältigt werden, sodass diese mit dem Ritual beginnen konnte. Gerade als sie das Ritual vollenden wollte, griff Kem Val, der Gefährte ihres Schülers, ein, sodass ihre Existenz in seinen Körper übertragen wurde, den sie sich fortan mit Kem Val teilen musste, da dieser immun gegenüber der Macht war und somit auch das Ritual überlebt hat und nicht getötet worden war. Da Kem Val aber der Untertan ihres Schüler war und dieser die Kontrolle über den Deshort hatte, konnte sie sich nicht gegen ihren Schüler wenden. Dieser begann ihre gesamte Machtbasis zu übernehmen und sicherte sich die Loyalität ihrer Untergebenen, so wie sie es bereits in ihren Visionen vorhergesehen hatte. Als Kallik gegen Ende des Jahres 3641 vor der Schlacht von Yavin Darth Tanaton zu töten vermochte, entschied der Dunkle Rat, den Sith in seine Reihen aufzunehmen. Zash, immer noch im Körper des Deshort gefangen, war neidisch auf ihren ehemaligen Schüler, da sie selbst einmal einen Sitz im Rat erlangen wollte. So wie ich das mitbekommen habe, war es das aber auch noch nicht ganz mit Zash, denn da ist wohl noch was in den weiteren Expansions von Star Wars The Old Republic, die ich aber jetzt selber noch nicht mir alle angeschaut habe, aber das könnt ihr dann im Game sehen. Wie ihr seht, steckt die alte Republik voller verrückter Stories und deswegen habe ich euch in dieser Playlist hier im Abspann die Top 5 spannendsten Old Republic Stories reingepackt, unter anderem zum Beispiel die Liebesstory von Darth Malgus und noch viel mehr. Also weiter geht's mit der Playlist im Abspann.